Team oder nicht Team? Das ist hier die Frage. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Mit dem MO615, meine Wenigkeit, in dunkelblau. Ja, wir haben drei Fahrer, die gefühlt, ich denke mal, die drei sind, die da auch gleich aussehen. Die vorhin auch schon in einer Gruppe waren, die, sagen wir mal, wie es ist, schon sehr, sehr heftig waren. Also Pro-Gamer-like auf jeden Fall. Und jetzt, ja, jetzt haben wir eben einige neue Kandidaten. Nee, das sind tatsächlich nicht die. Die kommen beide aus Deutschland und jemand anders aus Japan. Okay. Ja, ihr seht, einer hat tatsächlich ziemlich viele Punkte. Anscheinend ist einer von den dreien auch abgehauen, weil er sich gedacht hat, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Das kann auch sein. Die Waluigi Brothers. Mit den kleinen Raidern in kleinen Gang. Und wir fahren wieder mal mit diesen hier. Mal gucken, wie das heute laufen wird. Wie gesagt, im letzten Teil hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Waluigis ein bisschen zusammenarbeiten. Das lag ein bisschen daran, dass nach hinten raus das Problem einfach da war, dass der Kollege tatsächlich eine Verfolgungsrakete unter anderem nach hinten geworfen hat. Obwohl er Zweiter war, also der Dritter war, eigentlich sah vieles danach aus, dass er ihn eigentlich nur nach vorne werfen muss, um einen kleinen Vorteil daraus zu haben, damit er eben dann wieder rankommt. Wirft aber dann sein Item nach hinten, so wie der jetzt hier, was kaum mehr Sinn ergibt. Also, auch hier Merkwürdigkeiten hoch 5. Ich will jetzt niemanden irgendwie beleidigen oder belasten, aber das, was hier gerade passiert, ergibt kaum Sinn. Ein Stern. Schon fast interessant sein, wer meinen Stern gestohlen hat. Der. Da ist er, mein Stern. Da war er, mein Stern. Ja, Kollege Donkey. Bisschen weiter rüber. Gibt's Stress. Danke. Sauber. Nochmal erwischt und jetzt aber. Wehe, du stehst sie mir wieder. So. Wo ist der? Da hinten. Nein! Coole Tröte. Okay. Ja. Dritter. Ist okay. War natürlich mehr drinne. Ja. Aber ist okay. Ja, ich würde mal sagen, so mit dem anderen ein oder anderen Item wäre das definitiv eine schöne Geschichte geworden. Unser Stern, der gefehlt hat, ja. Andersrum, der Kugelwilli war zum richtigen Zeitpunkt da. Auch das ist in Ordnung gewesen. Ja, und das Team haben wir anscheinend so ein bisschen gesprengt. Das ist schön. Das freut mich. Ich mag sowas. Ach, ja. Ja, aber erfolgreiche große Gruppen. Ich weiß nicht. Bei MO615, das wird alles. Das ist ja auch die letzten 12 Jahre so gewesen. Das wird alles klein bleiben. Also, es ist so eine familiäre Runde, wenn man das schon so sagen darf. Also, natürlich könnt ihr in dieser familiären Runde irgendwann mal dabei sein. Seid einfach regelmäßig bei den Videos dabei. Schreibt regelmäßig was Schönes in den Kommentaren. Und irgendwann, ja, irgendwann werdet ihr vielleicht auch eingeladen. Vielleicht auch nicht. Das ist.
Das liegt an meinem Essen von mir. Nein, ist wirklich so. Also manchmal, manche Leute erwähnt man öfter, manche Leute sieht man öfter, auch in den Kommentaren. Und man kommt öfter ins Gespräch und alles gut und schön. Und einige gibt es eben, die einfach nur einmal da sind und dann nie wieder. Und die Leute, die einmal da sind und nie wieder, die vergisst du auch in der Regel relativ schnell. Es gibt... Der war gut. Ah, Lucky Two. Ganz ehrlich, auf dieser Strecke ist Lucky Two irgendwie, finde ich, viel zu verbuggt. Also so wie der da irgendwie die... Also ich weiß nicht, was Nintendo sich bei dieser Geschichte hier gedacht hat, hier auf dieser Strecke. Also gefühlt ist der Lucky Two hier so verbuggt, alleine hier. Weißt du... So viel der hier dann vor sich her glitscht. Ah, schade. Ja, schade. Okay, das bringt mir jetzt hier sehr wenig. Egal, ich mach mich schon trotzdem. Ja, weil hier ist ja E-Turbo. Bringt es dir jetzt nicht so viel. Andersrum, wir sind dran. Wir sind wieder an der Meute dran. Ja, das war ja auch nicht schlecht. Das ist auch ein schöner Move gewesen. So, wir haben die 10 Münzen. Das ist das, was man ja eigentlich hier gerne haben möchte. Oh je, das war schlecht gedriftet. Sauber. Ersten abgefährt. Ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen als Siebter. Und ich sag mal so, der Erstplatzierte, der Player. Schade, dass du dabei warst. Kann man so sagen, oder? Kann ich nicht gebrauchen. Hey, ein Platz gewonnen. Kann man so auch sagen. Tja, für Toadette ist das nicht gut gelaufen. Für mich ist es persönlich auch nicht gut gelaufen. Aber Schwamm drüber. Schwamm drüber, alles entspannt, weitermache. Jo. Also, eine doch interessante Geschichte hier. Eine doch interessante Geschichte. Ja, Community, wie gesagt, kleine gemütliche Runde. Wir spielen regelmäßig auch Sachen gegeneinander. Jetzt nicht zwingend immer Mario Kart. Eigentlich bislang nie Mario Kart. Das ist tatsächlich das erste Mal am 31. März gewesen, wo wir das gemacht haben. Ob ich das nochmal mache? Wird die Zeit sich zeigen, würde ich sagen. Wird die Zeit zeigen, ob ich das nochmal mache. Ne, weil Tennis Sale, klar, jetzt könnte man sagen, so von wegen, ja, man könnte ja selber sowas veranstalten. Ja, die Frage ist, ob ich dann da mitmache. Das ist immer die Frage. Weil Tennis Sale habe ich ja grundsätzlich nicht so viel Zeit. Aber ich bin auch nicht so häufig eingeladen worden von außerhalb, ne? Also von außerhalb der Community. Nicht von den Leuten, die jetzt innerhalb der Community sind. Von außerhalb. Da bin ich tatsächlich, glaube ich, dreimal oder so eingeladen worden. Wobei ich von den dreimal zweimal abgelehnt habe. Im Leben läuft es manchmal nicht. Der Carsten ist neu dazugekommen und Player. Wahrscheinlich Carsten sein Mitspieler. Nennt man auch Player. Jo. Ja, der blaue Shy Guy, auch ein interessanter Charakter hier in der Hinsicht. Also der scheint hier auch nicht schlecht zu spielen. Das ist die Französin, ne? Oder der Franzose. Oh, ich glaube, das ist nicht sie. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber der Donkey da vorne, doch, der kommt aus Deutschland. Ist ja. Okay. Ja. Sauber. Naja, ich habe zumindest das erreicht, was ich wollte. Auch wenn der Player da so ein bisschen was anderes vorhat. Ah, der. Sauber. Schön, dass er den nicht hier nach hinten wurft, weil sonst hätte ich ein Problem gehabt. Ja, erwischt er. Na, schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass er den da zweimal erwischt. Da ist er. Boah. Mit blauen Shy Guy. Ja.
immer schön damit da kommen. Ja, schade. So. So, Lucky 2. Keine Münzen mehr, ich weiß. Oh, schade, das wäre eine coole Geschichte geworden. Aber da hat der Carsten das, glaube ich. Nee, Carsten war es nicht. Jemand anders, da relativ clever gemacht. Blauer Panzer. Ja. Im Wasserfall. Oh Gott. Im Wasserfall das so zu kriegen, ist natürlich alles andere als sinnvoll. Achter. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen Schwung geben. Alleine, weil wir jetzt gleich wieder abgeschossen. Oh, nein, doch. Ja, nein, nein. Ja, nein, vielleicht. Ja, komm. Gute Seite, bitte. Gut. Nimm mal gerne mit, denn wir sind vor der Französin. Ab dafür Platz 4. Ja, nimm mich gerne mit. Nimm ich gerne mit, würde ich sagen. Platz 4, wir sind fast bei den 5000 Punkten. Wenn man mal überlegt, wir haben die zweitmeisten Punkte in dieser Gruppe, ne? Wir haben die zweitmeisten Punkte. Als wir reingekommen sind, hatten wir die wenigsten. als ich hier reingekommen bin in diese Gruppe, hatte ich die wenigsten Punkte. Jetzt haben wir die zweitmeisten. Also, ja, aber das ist es eben, weißt du? Manchmal dreht sich so eine Gruppe. Das dreht sich einfach so komplett so 180 Grad. Und du denkst dir, ja, warum nicht? Und da kann ich euch eins sagen, darum nicht. Und damit kann es losgehen in die letzte Runde. Ins letzte Rennen mit Toadette. Und auch mit dem letzten Fahrer. Also mit dem letzten, also nicht mit dem letzten Fahrer, sondern mit dem letzten Fahrer. Immer und verwirrt sich wieder selber, ich weiß. So, also wie gesagt, wir sind tatsächlich die, die am zweitmeisten Punkte haben. Bis auf den, der da 17.000 Punkte hat, ne? Der steht auf P1. Der kann das Spiel. Ja, aber Frage ist, ist es dem dann nicht zu langweilig, wenn er gegen so welche Noobs wie gegen uns antritt? Das ist auch so eine Frage. Ist das nicht dann zu öde? Sauber. Doch, guck mal jemand, der auch angreift. Guck an. Ja, sehr schön. Guck mal. Finde ich doch mal klasse. Auch wenn ich sie jetzt weggebasht habe. Nein! Ist es wirklich euer Ernst? Ja, es ist wirklich unser Ernst. Da bist du so gut und dann springst du falsch. Ja, komm. Wirf Morang nach vorne, Mario. Immer schön nach vorne. Auf deinen Kollegen vielleicht sogar. Oh. Oh. Carsten erstmal. So, und diesmal ist der Sprung richtig. Waluigi auf 1. Wenn das nicht unser Waluigi ist. Sauber. So, wer kommt da von da hinten angeschossen?
Und? Oh, und okay. Gut. Sauber. Welchen Zeitpunkt kommt der? Ah, kein Item, das ist schlecht. Der blaue Panzer ist vorbei, heißt also nichts da. Und es ist P5. Ja. Müssen wir muss ich akzeptieren? Er ist Dritter geworden. Müssen wir akzeptieren. Und damit war's das. Für erstmal für diesen Moment. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Teil wieder. Mit dem nächsten Fahrer. Also bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao.